Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe in der Zwischenzeit, wie versprochen, die ganzen Klingen in grobe Schwerter verwandelt, die jetzt alle 100 Erz wert sind. Und das sind dann doch einige geworden. Ich bin gespannt, ob die Händler, denen ich das verkaufen will oder werde, vielleicht wissen, dass dem Schmied da ein bisschen was fehlt oder nicht. Naja, werden wir sehen. Jetzt lege ich mich erstmal hin, bis zum nächsten Morgen. Und dann versuche ich mal, die Sachen hier zu verdecken. Ich bin gespannt, ob das einfach so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wie sieht das dann aus mit Fleisch? Wo ist denn Essen? Nahrung? Ich habe 53 gebratenes Fleisch. Ja, das reicht erstmal für alle Fälle. Zumal ich erstmal Höllenpilze zu futtern will, dann gucke ich mal, von was ich weniger habe, um das Inventar ein bisschen leichter zu machen. Und wenn ich da noch was brauche, habe ich 53 gebratenes Fleisch. Das sollte für eine ganze Weile reichen. Hey Fisk, ich habe hier ein paar Schwerter. Interesse? Fisk, jetzt. Zeig mir deine Ware. Oh, der Herr hat sehr viel Erz. Das finde ich ja super. Hier eine Laute und ein Kochlöffel und ein Becher. Brauche ich nicht. Dafür kriege ich nichts. Was ist das denn? Wein. Na, wobei, vielleicht will jemand generell was zu trinken, nicht speziell ein Bier. Dann kann ich dem den Wein andrehen. Ah, schon wieder Grafikfehler. Na gut, mal gucken, was hast du denn für mich? Du hast 286 Erz, die hätte ich gerne. Komplett. Die Frage ist jetzt auch, nehme ich mir die Dietriche von ihm? Ich habe nur noch 4 Stück. Könnte ich also machen. Ich habe ja genug von den Schwertern, um mir auch die Dietriche zu leisten. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Und ja, das hier, das dauert leider eine Weile. Tut mir leid, es geht nicht schneller. Ich glaube, in Gothic 2 geht es dann schneller, weil man da noch irgendwie Shift oder so dazu halten kann, um mehrere Sachen gleichzeitig rüber zu schicken. Aber in Gothic 1 muss man das alles einzeln machen. 409, 459. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch da unten bestimmt noch anderes Zeug, genau. Zum Beispiel den Knüppel. Boah, 10 Pfeile. Spitzhacke würde ich gern behalten. Na, habe ich 2 von. Habe ich 3 von. Habe ich noch eine. 481. Okay, wie viel? Das wäre 10. Da haben wir 476. Na. Dann nehme ich mal hier einen Dietrich raus. Und dann hier noch ein paar Pfeile raus. So. Sollte erstmal reichen. Ich bin so reich. Naja, nicht wirklich. Trotzdem. Ich speichere mal da vorne das Whistler. Nicht, dass der mich noch verprügelt, weil ich mit seinem Erz durchgebrannt bin. Genau, und Dexter ist ja hier auch ein Händler. Dem kann ich ja sicher auch einiges andrehen. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Genau, 194. Oh, und noch mehr Dietriche. Ich könnte mir auch überlegen, ein bisschen von dem Sumpfkraut mitzunehmen. Das kriege ich ja im neuen Lager für 10 Erz pro Stück weg. Andererseits zahle ich halt 8. Das ist voll der Zeitaufwand. Für 2 Erz, das lohnt sich nicht. Naja, gut, damit kann ich gleich ausgleichen. Ach, jetzt geht die Grafik auch wieder. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Das wären 205. Wenn ich jetzt die Pfeile noch will, dann käme ich da auf 231. Vielleicht noch ein paar Dietriche, macht 251, ne? Mal gucken. Ich schnapp mir erstmal die Pfeile komplett. 251, genau. Ja, das sollte doch reichen. Nämlich einen Pfeil wieder raus, noch ein Schwert rein. Und dann bin ich bei 250. Und jetzt sollte ich doch, ja, 571 Erz haben. Coole Sache. Ich speichere nochmal. Moment, Dexter hat doch gerade irgendwas. Sektenlager, genau. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Okay, das Problem ist halt hier leider auch, vermutlich wie beim neuen Lager, dass auf dem Weg zum Sektenlager ganz viele böse Gegner auf mich warten. Aber, genau, ich wollte dahin, um die Quest von Dexter zu
vervollständigen, um die Erfahrung zu sammeln, damit ich die Prüfung des Vertrauens machen kann. Aber um dorthin zu kommen, brauche ich erstmal Hilfe und soweit ich weiß, ist derjenige genau. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Moment, warte mal. Noch nicht. Ich will erst noch mein Liebesgut verticken. Erwache! Nee. Ah, okay, jetzt läuft er. Na gut, dann läuft er jetzt eben. Da muss ich halt gucken. Vielleicht gibt es ja im Sektenlager auch noch ein paar Händler. Bestimmt gibt es im Sektenlager ein, zwei Händler, denen ich... Raucht er die ganze Zeit? Ich glaube, das ist ein Bug mit seinen Sumpfkrautstängeln. Vielleicht gibt es ja auch im Sektenlager oder wahrscheinlich gibt es im Sektenlager auch den einen oder anderen Händler, dem ich so ein Schwert verticken kann. Ist halt gar nicht so blöd, weil soweit ich weiß, ist die Menge Erz im Spiel begrenzt. Die Menge Erz, die rumliegt, die Menge Erz, die man von Händlern kriegen kann. Das ist gar nicht so blöd, vielleicht möglichst viele Händler abzuklappern. Um möglichst viel Erz zu kriegen. Und hier sollte ich Erfahrung bekommen. Wenn das so funktioniert wie letztes Mal mit Mordrak. Um sicher zu gehen, hau mich mal mit drauf. Da ist er auch schon tot, der Varan. Leider kann ich ihn jetzt nicht ausnehmen, weil mir der Skill dazu fehlt. Schade. Kannst du da bitte mal durch, Junge? Das ist doch echt... Kannst du nicht mal den Kopf einziehen? Was kannst du eigentlich? Eine Schüssel, Die kann man wahrscheinlich auch verkaufen. Boah, zwei Bier, Dietrich. Ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Hätte ich jetzt keinen Dietrich dafür ausgegeben, aber... Nee, Blödsinn, da waren zwei Dietrich drin, ne? So. Weiter geht's. Und da dieser Kampf hier gerade gut verlaufen ist und ich Erfahrung bekommen habe, speichere ich doch einfach mal. Haha, und da ist der nächste Gegner, mit dem ich ein Problem hätte, dieser Wolf. Was war das denn gerade? Irgendwie ist das Spiel ein bisschen buggy. Aber ich glaube, ich habe es auch in den Kommentar bei einer vorletzten Folge, glaube ich, oder vor ein paar Folgen geschrieben. Gothic hat keine Bugs. Gothic ist der Bug. Also dieses Spiel ist relativ bekannt dafür, einige Bugs zu haben. Oh, Tatsache, ein Wolf bringt mehr Erfahrung als ein Lurker. Das ist ein schwierigerer Gegner als ein Lurker. Das heißt, der Lurker im neuen Lager ist sogar einfacher als ein Wolf. Wow, wow! Was macht die denn hier? Nein, nicht den Ball hauen. Zwei Flügel, yeah! Ich greife jetzt nicht mich an? Nee, gut. Tut mir leid. Wahrscheinlich hätte der mich angegriffen, wenn ich einfach so im Lager auf ihn drauf geprügelt hätte, aber hier draußen ist das wahrscheinlich ein bisschen großzügiger programmiert, einfach weil die Entwickler sich hoffentlich dachten, dass wenn man mitkämpft, dass man da auch, dann auch aus Versehen mal den Begleiter treffen kann. Haben da gerade die... Boah! Haben die Fliegen da die... Die Scavenger getötet und mir die Erfahrung geklaut? Die Schweine. Da nehme ich ja doch trotzdem ihre Flügel mit. Und das Fleisch von denen will ich natürlich auch. Menü. 100 Erfahrungspunkte. Das ist ein Drittel von dem, was mir noch fehlt für Stufe 4. Und ich denke auch, aus dem Grund ist es nicht verkehrt, hier zum neuen Lager zu gehen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Weil ich ja Level 5 brauche fürs neue Lager. Eine Pfeife. Sehr cool. Mit dem sollte ich mich vielleicht eher nicht anlegen. Ich hau immer aus Versehen. Ach Mist. Die Viecher kann man ausnehmen. Die haben Krallen. Das hätte ich jetzt eigentlich lernen sollen. Ich habe ja mittlerweile sogar genug Erz dafür.
Das Problem ist jetzt halt, wenn ich jetzt zu den Leichen gehe, die haben halt nichts mehr. Das wird im Moment des Todes festgelegt, ob ich ausnehmen kann oder nicht. Mist. Die Frage ist, kommen da noch mehr von den Viechern? Falls ja, müsste ich der Vollständigkeit halber zurückgehen zum alten Lager. Da, wo das Spiel angefangen hat. Um das Ausnehmen von den Tieren zu lernen. Mach du einen, nicht den anderen. Oh, super. Die Waffe ist besser als die andere. Mit der anderen habe ich, glaube ich, 3 Schläge gebraucht. Da hier nur noch 2. Na klar, ne? Mit der anderen waren es 3x13 Schaden. 39. Mit der 2x20 sind 40. Also 2x2 Schläge von dieser Waffe sind mehr als 3 Schläge von der anderen Waffe. Ja, mit der verwitterten Axt. Und bei der war, glaube ich, auch der dritte auch nur teilweise nötig. Also sollte die 40 hier locker ausreichen. Na, da drüben sind Warane. Tötet die nicht. Die muss ich noch ausnehmen, lernen, üben. Das ist ja so dampft. Das ist so verwirrend. Das ist wie so ein altes Auto, so ein Raucherauto. Auch wenn da niemand mehr drin sitzt, der raucht. Das riecht einfach noch danach. Da unten sieht man schon das Sumpflager. Auf der Karte ist das da ganz rechts am Rand bei den, ja, ich weiß nicht, was das genau sein soll, diese Kreuze. Ich schätze mal, das sind entweder Bäume oder irgendwelche Pflanzen. Hier sind wir angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. ja, ich habe was zu tun, nämlich so zu tun, als würde ich ins alte Lager wollen, damit ich ins neue Lager kann. Und auch du hast recht, es sollten viel mehr Leute auf den richtigen Weg gebracht werden, aber es ist nicht der Weg hier. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Genau, das meine ich. Was führt dich her? Ich bin neu. Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Oha. Na dann. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Nöp. Sehe ich nicht ein. Ich habe hier eine, die fast genauso gut ist. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Alles klar, vielen Dank. Dann gehe ich da mal rein. Ach ja, was ich sagen wollte, der richtige Weg. Ja, aber der richtige Weg ist eben nicht, hier sich auf irgendeine abstruse, seltsame Schläfergottheit zu verlassen, sondern eben die Zügel selber in die Hand zu nehmen. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Hä? Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Nein. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Okay, zeig mir den Weg zu Kor Kalom. Zeig mir den Weg. Verdammt. Dann eben nicht. Nöp. Moment. Der Schläfer möge dich. Ich will ja so tun, als wollte ich mich anschließen, um das Rezept vielleicht zu kriegen. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Genau. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Oh. Bana Mip hier ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken.
Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Was passiert jetzt, wenn ich ihn einfach anspreche? Alles klar, Alter? Alles klar, Alter? Hi, ich bin neu hier. Kann ich reden, hä? Der Schläfer sei mit dir. Mach Platz. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. So ein Schwachsinn. Ich rede. Der Schläfer möge dich behüten. Dass die Leute sich besser finden, nur weil sie ein Guru sind. Das kann ich gar nicht ab, dass die dann noch nicht mal reden mit einem. Kannst du mir sagen, wo ich Korkalom finde? Wer hat hier das Sagen? Die Gurus haben alles unter Kontrolle. Aber wenn man nicht auffällt, lassen sie einen in Ruhe. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Nichts leichter als das. Rede einfach mit einigen der niederen Gurus. Sie werden dir weiterhelfen. Es wird dir hier gefallen. Wirst schon sehen. Na gut, ich fürchte, ich werde wohl so tun müssen, als sollte ich mich diesem Lager anschließen, um zu Korkalom zu kommen. Und abgesehen davon habe ich gerade auch keine Ahnung, wo ich den finde, und die Folgenzeit ist voll. Mal gucken. Gibt's hier Händler? Nyras, Novize. Genau, mit dem Nyras werde ich dann nächstes Mal sprechen. Vielleicht kann der mir ja weiterhelfen. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!